Varro Kittir ist wieder da. Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Deutschland90 und ich zeige euch bei. Ja. Ich glaube, ich zeige euch ja, was der Void-Händler diesmal in, für die Konsolenspiele ein Angebot hat. So. Dann würde ich mal sagen, einmal, ja, einmal vom Varro das Angebot mal begrüßen. Ah, I can see you're no stranger to the finer things. So, dann fange ich mal hier mal an. Oh, die Prisma Grinlock. Okay, eine neue Waffe hat er da. Und ja, von den Werten her ziemlich gut. 21 Crit-Schatz ist okay, kann man ausbauen. 37% Status. Das schreit schon nach 100% Statuswaffe. Was ich jetzt so nicht verkehrt nicht finde. Könnte sehr interessant sein, die Waffe. Und dann Prime Fieberschlag mit 165% Gift für Nahkampf. Dann Ruck, vulkanischer Schlag, Hochspannung und Schockhülse, die 60% Schock und Statusschanze Mods hat ein Angebot. Dann die Prisma Obex, die ich auch ziemlich gut finde, eigentlich für so eine Fäustlinge halt. Alleine schon ziemlich guten Status- und Crit-Schanzwert und ja, vom Schaden her. Klar, der niedrige Schaden wird durch die hohe Geschwindigkeit wieder verbessert. Also dann die Prisma Dual Cleaver, das sind halt die Beile, die auch ziemlich nett sind von Werten her, wie ich finde. Dann die Prisma Oro Sandana, was ziemlich nett aussieht, die Sandana, allein hier so dieser Effekt und so. Dann, ja, Brustplatte Kittir. Sieht schon ziemlich nett aus, die Geschichte da vorne. Dann, Schulterplatten Kittir, das sind halt, ja, die Dinger halt, die, ja, zum Wauwurm, würde ich sagen, passen halt die Schulter, zum Wauwurm Prime, die Schulterpanzer. Dann die, Kittir Beinplatten, die auch ziemlich nett aussehen. So, dann. So, Menteskin Prisma. Auch sieht ziemlich nett aus, dieses Schiff-Skin. Ja, sieht ziemlich gut aus. Allein auch diesen Effekt und so. Wunderbar. Dann Wächtermaske Kittir. Jo, halt einfach Kittir-Wächtermaske. Mit ein bisschen mit diesem Holo-Effekt da. Dann die Schwingen dazu, die passenden. Ja, sehen auch ziemlich gut aus. Und der Schweif. Der hier beim Helios aussieht wie eine Art Tablet. So, dann Tigris-Skin Elixis. Ja, diese Bronzefixierungs-Skins, die gefallen mir immer wieder halt, wie ich finde. Und das ist ja, wie gesagt, nur ein Skin halt. So, sieht schon ziemlich gut aus. So, dann die Kittir-Farbpalette. So, dann die, Kittir Sugatra. Halt ein Schmuckstück für die Waffe. Was auch ziemlich nett aussieht. Dann das, Glyphe Barrow. Kittir halt. Ja, Glyphenbild. So, dann haben wir noch Maske Kittir Atmos. Das ist die Gasmaske für den Operator. Was auch ziemlich, schick aussieht. So, dann Prisma Skin Kittir. Achso, das ist nur ein Fallskin. Wie komme ich auf Prisma? Fileskin Kittir. Sieht auch. Ja, sieht auch ziemlich gut aus. So, dann Fellnuss. Fell, ja, Muster Nexus. Ja, für den Hund. Hatte diese wunderbaren. Ja, was ist das denn hier? Hatte hier diese wunderbaren Streifen und so, was auch ziemlich gut aussieht. Bei so einem großen Hund oder so. Und zu guter Letzt Sande des Inarus Blaupause. So. Come back soon. Falls ihr den Void-Händler verpasst am Wochenende, macht euch keine Sorgen. Irgendwann mal wird er diese Sachen wieder ein Angebot haben. So, und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und frohe Ostern. Bis bald und tschüss.